Ablufttrockner, Kondenstrockner und Wärmepumpentrockner. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen Trocknerarten und welcher Trockner ist der richtige für mich? Darum geht es heute. Starten wir mit dem Ablufttrockner. Ein Lüfter saugt Umgebungsluft aus dem Raum ein und diese Luft wird durch eine dicke Heizung, die im hinteren Teil des Trockners verbaut ist, erhitzt. Die Luft wird durch die Wäsche geleitet und anschließend durch ein Abluftrohr nach draußen weggeführt. Beim Ablufttrockner ist darauf zu achten, dass der Raum, in dem der Trockner steht, möglichst groß ist. Denn die Luft wird ja aus dem Raum herausgesogen und über das Abluftrohr nach draußen befördert. Die nächste Trocknerart ist der Kondenstrockner. Auch beim Kondenstrockner befindet sich im hinteren Teil des Trockners eine dicke Heizung, die die Luft erwärmt und somit die Wäsche trocknet. Die feuchte, warme Luft wird dann aber nicht, wie beim Ablufttrockner, über einen Abluftschlauch nach außen geleitet, sondern im unteren Teil des Trockners wieder abgekühlt. Dabei entsteht Kondenswasser. Das Kondenswasser wird dann mit Hilfe einer Pumpe nach oben befördert und sammelt sich in der Kondenswasserschublade. Diese Schublade muss ich dann nach jedem Trocknungsvorgang einmal leeren. Damit die Luft im unteren Teil des Trockners abgekühlt werden kann, benötige ich ein zweites Lüfterrad. Dieses saugt Umgebungsluft an und kühlt damit den Kondensator. Dabei erwärmt sich die Luft leicht. Daher muss auch beim Kondenstrockner darauf geachtet werden, dass der Raum, in dem sich der Trockner befindet, relativ groß ist. Sonst ist die Trocknungswirkung nicht mehr so gut. Den Kondensator, der sich im unteren Teil des Trockners befindet, den muss ich von Zeit zu Zeit herausnehmen und unter fließend Wasser reinigen. Die dritte Trocknerart ist der Wärmepumpentrockner, der heutzutage hauptsächlich verkauft wird. Die Technologie im Wärmepumpentrockner unterscheidet sich grundsätzlich von der im Abluft- und Kondenstrockner. Ich vergleiche es gerne mit einem Kühlschrank. Wenn ihr schon mal die Rückseite von einem Kühlschrank angefasst habt, werdet ihr feststellen, dass es dort warm ist. Diese Wärme wird genutzt, um die Wäsche zu trocknen. Das, was im Kühlschrank kalt ist, das ist beim Wärmepumpentrockner unten verbaut. Dort gelangt die feuchte, warme Luft hin und wird abgekühlt. Dabei entsteht wieder Kondenswasser, das mit Hilfe einer Pumpe abgepumpt wird und oben im Kondenswasserbehälter zu finden ist. Die Wärmepumpentechnologie, also der Kühlschrank, der hier im Trockner verbaut ist, ist deutlich sparsamer als die Abluft- und Kondenstrockner. Zum Teil können Energieersparnisse von bis zu 50% erreicht werden. Dafür ist die Trocknungszeit deutlich länger. Ihr kennt das vom Kühlschrank, wenn man den einschaltet, benötigt es erst eine gewisse Zeit, bis der kühlt. Genauso ist es hier beim Wärmepumpentrockner auch. Zudem ist die maximale Temperatur, die erreicht wird, beim Wärmepumpentrockner etwas geringer als beim Kondens- und Ablufttrockner. Der Vorteil neben der Energieersparnis besteht darin, dass ich das Gerät auch in relativ kleinen Räumen aufstellen kann, da keine Umgebungsluft zur Kühlung benötigt wird. Fassen wir noch einmal zusammen. Der Ablufttrockner hat einen hohen Energiebedarf und ich muss die Möglichkeit haben, einen Abluftschlauch nach draußen zu führen. Der Kondenstrockner hat einen ähnlich hohen Energiebedarf, allerdings brauche ich keinen Abluftschlauch, sondern kann das Wasser einfach aus der Kondenswasserschublade entnehmen. Bei beiden Trocknerarten muss ich darauf achten, dass mein Raum groß genug ist, damit das Gerät richtig funktioniert. Der Wärmepumpentrockner, der eine ganz andere Technologie hat, ist deutlich sparsamer, hat aber auch längere Trocknungszeiten. In der Regel sind die Investitionskosten für einen Wärmepumpentrockner etwas höher als die für einen Abluft- oder Kondenstrockner. Über die Laufzeit rechnet sich das aber. Wenn dir dieses Video gefallen hat, hinterlass uns gerne einen Daumen nach oben und abonniere unseren Kanal. Dann erhältst du regelmäßig Tipps vom Haushaltsgeräteprofi. Bis zum nächsten Mal!